Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserer Expertenrunde im Format Kolloquium. Und wir widmen uns heute mal wirklich dem Thema, warum die Krebsdiagnosen so explodieren. Und da gibt es natürlich wunderbare Gäste, die perfekt zum Thema passen. Wir haben den Krebsforscher Lothar Hirneise da, die Forscherin Professor Brigitte König und Dr. Klinghardt extra angereist aus USA. Und wir freuen uns sehr auf diese wunderbare Runde. Bleiben Sie dran. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Grüß Gott. Ich freue mich sehr. Und ja, wir starten direkt los. Ich würde direkt, weil wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben, mit dir heute beginnen. Einfach, wie sieht es bei dir aus? So, was hast du für einen Eindruck? Explodiert da gerade was? Ja, es gibt natürlich offizielle Statistiken und die zeigen deutlich, dass es die sogenannten beim Krebs der Gesamtzahl der Krebserkrankungen das sogenannte Hockeystick-Phänomen gibt. Jeder, der mal einen Hockeyschläger gesehen hat, der ist gerade und dann unten diese Kelle steigt so an. Und Krebserkrankungen sind so verlaufen, dass die über Jahrzehnte langsam angestiegen sind. Und in den letzten 2,5 Jahren, oder wirklich letzten 1,5 Jahren, dieser Knick entstanden ist, wo es plötzlich massiv ansteigt. Und ob das nun mit den medizinischen Sondermaßnahmen zusammenhängt, die in den letzten 1,5 Jahren erzwungen wurden, oder ob hier andere Phänomene dahinter stehen, müssen wir uns im Rahmen von dieser Sendung, glaube ich, enthalten. Aber dass es diese Statistik gibt, ist völlig klar. Die sogenannte Übersterblichkeit. Und dass die Übersterblichkeit gab es nicht in dem ersten Jahr der Erkrankung, die in den 2 Jahren rumgeistert, deren Namen wir nicht erwähnen wollen, ja, da gab es keine Übersterblichkeit, sondern sogar eine Untersterblichkeit, statistisch gesehen. Ich habe die Statistiken. Und die Übersterblichkeit gibt es erst in den letzten 1,5 Jahren. Und bei mir in der eigenen Praxis sieht es so aus, dass viele Patienten, von denen ihr wussten, dass sie von der Genetik und vom Familiensystem her eine Tendenz haben, Krebs zu entwickeln, dass es plötzlich bei denen explodiert. Und dass viele von meinen Krebspatienten, die wir seit 20 Jahren, ich bin seit 48 Jahren in der Medizin tätig, ich habe viele Patienten, die ich noch aus meiner frühen Zeit kenne, und viele Patienten, die ich betreue, habe ich jetzt in meinem gegenwärtigen Patientengut seit 20 Jahren, wo wir am Anfang Krebs behandelt haben oder mitbehandelt haben und die Patienten als geheilt galten und wo plötzlich nicht unbedingt die gleiche Krebserkrankung, sondern eine andere Krebserkrankung plötzlich explosiv entgleist. Und auch die Krebsarten, die im Moment entstehen, sehr viel aggressiver sind und schneller sind als alles, was wir bisher je beobachtet haben in diesen 48 Jahren. Das gab es nicht. Das ist was ganz Neues. Und wie gesagt, diese Sondermaßnahmen. Bei mir in der Praxis ist es so, dass das Patientengut, bei dem wir das beobachten, sind eigentlich ausschließlich die Patienten, die den Empfehlungen des Staates gefolgt sind. Und das ist bei mir, mein Patientengut ist in den USA und es ist sicher hier in Deutschland ganz anders. Wer von euch beiden hat denn zum Thema Krebs, wie der sich jetzt gerade verhält, in einer gewissen Aggressivität oder in wirklich, ich höre immer wieder auch von Patienten, der Arzt hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen. Ja? Hast du, Brigitte, damit irgendwelche Berührungspunkte? Also mit Krebspatienten jetzt direkt überhaupt nicht. Ich habe keine Praxis. Und wenn irgendetwas ist, dann muss man dem nachgehen, warum es so ist. Da gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Also man sagt A, B, C, D, was kann denn ein Grund sein für so etwas? Es kann jetzt einmal mir spontan einfallen, dass die Leute
aus Zwischengründen nicht zur Vorsorge gekommen sein könnten, also gegangen sind, wäre als Möglichkeit, dass sie vielleicht zu spät irgendwo zum Arzt gehen konnten. Das sind diese Umstände. Dann ist die Frage, was kann sonst noch passiert sein? Haben Sie Krebs hat etwas auch mit dem Immunsystem zu tun. Und da sind wir wieder bei den sehr stark bei den T-Zellen, bei CD8-T-Zellen. Und wir bilden ja auch als Gesunde auch ständig bestimmte Tumorzellen, die aber sofort erkannt werden und von den aktiven CD8-T-Zellen erkannt werden und beseitigt werden. Diese CD8-T-Zellen sind abhängig von, da sind wir wieder bei den Mitochondrien, sind abhängig von der Mitochondrienfunktion. Wenn die Mitochondrienfunktion durch vielleicht mangelnde Ernährung, nicht vitaminreich genug Ernährung, die man vielleicht sich in den letzten Jahren verändert hat, vielleicht in eine Dysfunktion geraten sind. Das wäre also jetzt eine Überlegung, ja, dass man sagt, vielleicht haben bestimmte Personen, die gefährdet waren, dass der Punkt auf einmal schneller gekommen ist, dadurch, dass sie eben die Mitochondrien nicht genug gepflegt haben, dass vielleicht auch die defekten Mitochondrien nicht nur genug Vitamine haben, sondern die Mitochondrien jetzt auch die Defekten nicht entfernt wurden, vielleicht weil sie sich zu wenig bewegt haben. Also Bewegung ist ja ein sehr gutes Anti-Aging-Mittel, also indem es ja die defekten Mitochondrien beseitigt. Das wären jetzt einmal diese Gründe für die CD8-T-Zellen. Dann ist die Frage, ist irgendetwas passiert, was die CD8-T-Zellen zusätzlich in ihrer Funktion hemmt? Ist irgendwo in einer Signaltransduktion etwas verändert worden, dass sie zum Beispiel die Tumorzellen nicht mehr erkennen? Oder ist irgendein besonderer Patentitätsfaktor dort, der das macht? Also das ist sozusagen die Vorgehensweise, die ich dann müsste man halt jetzt in der Forschung sauber aufarbeiten. Genau. Ja. Okay. Wie ist es bei dir? Ja, also rein zahlenmäßig haben wir natürlich jetzt noch nicht sehr viel. Aber es gibt eine Statistik, sage ich mal, die, wenn die so stimmt, ja katastrophal ist. Das ist die von der US-Armee in Amerika, wo also die Krebserkrankungen, dann wirklich unterteilt in Prostata, Darm und so weiter. Und die sind ja teilweise bis zu 300% gestiegen. Als die Studie vor über einem halben Jahr rauskam, hat es natürlich, sagen wir, für etwas Furore gesorgt. Und dann hat es auf einmal geheißen, ja, diese Zahlen, da gab es Probleme in der Aufarbeitung. Weil das war dann doch etwas zu hart. Ansonsten gibt es meines Wissens weltweit keine Zahlen, die das belegen, dass das mehr ist. Aber das ist jetzt mal die reine Statistik, die es gibt. Wenn man an die Krise 2008, 2009 auch mit Viren und so zurückschauen, da ist ja diese die Hockey-Kurve, die du gerade gesagt hast, die kam erst 3 Jahre später, 2012. Aber da war es enorm. Also, auch mit Krebs. Auch mit Krebs, da sind die Krebserkrankungen. Da gab es ja auch eine Sondermaßnahme. Ja, da gab es auch Sondermaßnahmen, und die deutlich geringer waren wie in den letzten 2 Jahren. Und, aber da ist dann erst 2012, das, also statistisch, erst richtig sichtbar gewesen. Mhm. Ja? Ich meine, was man jetzt ja auch schon sehen kann, sind die sogenannten Zytokinstürme, wie das medizinisch heißt. Ja? Also ich sage jetzt mal, etwas Überreaktionen von Immunsystem. Und was ich jetzt ganz persönlich sagen kann, da ich ja mit vielen Ärzten in Kontakt bin, es gibt schon ein paar Dinge, die also immer zeitnah passiert sind, jetzt so zu bestimmten Maßnahmen, die vermehrt in den letzten 2 Jahren waren. Zum Beispiel bei Glioblastomen gibt es viel häufigere Erkrankungen und so. Also es deutet darauf hin, dass es hier mehr Erkrankungen gibt. Aber ich möchte noch eins mal sagen, allgemein haben wir denn mehr Krebserkrankungen? Das, was wir allgemein wissen, ist, wir haben eine höhere Diagnostik. Und ist ja klar, wenn ich mehr Diagnostik mache, egal in welchem Bereich, ob das Viren, Krebs oder sonst was ist, dann habe ich auch mehr Leute, die ich da rausfiltere. Klar, was wir ganz sicher haben, sind mehr Krebstote. Das möchte ich auch mal erwähnen, weil es wird ja immer geheißen, wir haben irgendwie Durchbrüche und wir haben neue Antikörper und wir haben, ich sage das Wort jetzt nicht, nichts haben wir. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das Einzige, was wir sicher haben in den letzten 12 Jahren, genauer gesagt in den letzten 10 Jahren, ist mehr Krebstote.
Und jetzt heißen die aber auch immer, da muss man auch vorsichtig sein, früher gab es das nicht so oft oder so. Ich lese auch ein paar andere Zeitschriften, so, wo es um Evolution geht oder so. Wenn man heute Mumien untersucht, da gibt es von Prostatakrebs über Knochenkrebs, sogar multiple Myelome, Oropharynx-Problematiken. Also man findet bei Mumien viel häufiger Krebs, als vielen bewusst ist. Also das ist nicht so, dass es vor 1000, 2000 Jahren kein Krebs war. Es gab nur kein deutsches Krebsregister vor 1000 Jahren. Mhm. Ja? Und selbst das Krebsregister, das wir jetzt haben, wenn man da mal ins Detail reingeht, da sind dann doppelte Dinger drin, manche werden gar nicht gewertet. Also es gibt eigentlich weltweit, wenn es jetzt heißt, wir haben sagen wir mal 20 Millionen Krebserkrankungen jedes Jahr. Ich frage mich, wo eigentlich diese Zahlen herkommen. Also ich war auch schon in China und in Myanmar und in Vietnam und in Thailand und in Australien. Die haben doch gar keine Krebsregister, wie wir, nur annähernd wie wir oder so. Also das sind doch alles irgendwelche, die, ich weiß nicht was, Zahlen. Müsste man jetzt fairerweise einfach, um das sauber aufzuarbeiten, wirklich die letzten 2 Jahre im Durchschnitt im Vergleich nehmen, dass man wirklich die Eventualität, dass sich so ein, sag ich mal, ein Krankenstand von Leuten aufgebaut hat, weil sie einfach nicht zum Arzt gegangen sind, ja, dass dadurch dieser Effekt entstanden ist. Darf ich da nur eins, ja, nur eine Minute dazu sagen? Das wird nie passieren, meiner Meinung nach. Wir werden nie saubere Zahlen haben. Ich möchte ein Beispiel geben. 1989 gab es in Deutschland etwas Großes mit dem Mauerfall. So, wir hätten ja Folgendes tun können. 1990 einfach mal West- und Ostdeutschland alle Daten vergleichen können. Wo sind eigentlich diese ganzen Daten? Es gab zum Beispiel in der damaligen DDR, gab es erheblich weniger Chemotherapien wie in Westdeutschland in den 80er Jahren. Ja? Man hätte das eigentlich ziemlich schön vergleichen können, weil die hatten auch Brustkrebs in Leipzig wie in Stuttgart. Ja? Und man hätte einfach mal diese ganzen Zahlen schön miteinander vergleichen können. Da hat auch ein Säugling 40.000 Einheiten Vitamin D bekommen. Was auch immer, weiß ich nicht. Aber ich möchte nur mal sagen, wir könnten immer wieder, es gibt auch in anderen Ländern ähnliche Möglichkeiten, wo man hätte Zahlen vergleichen können. Komischerweise, ich weiß nicht, wie irgendwelche Menschen es immer wieder schaffen, dass diese Zahlen verschwinden. Mhm. In dem Fall müssen da ja, ich weiß nicht, wie viele Lastwagen an Daten irgendwie verschwunden sein. Um das abzukürzen, ich glaube nicht, dass wir jemals, was in den letzten 2 Jahren jetzt zum Beispiel passiert ist oder auch was in den Jahren 2008, 2009, 2010 und so passiert ist, wir werden nie saubere Zahlen bekommen, weil es ein unglaubliches Interesse gibt, dass diese Zahlen eben nicht veröffentlicht werden. In der Praxis, Dietrich, siehst du einen Unterschied in deiner Therapie, dass du bei der aktuellen Situation einfach entweder mehr Therapie reinstecken musst oder teilweise auch wirklich gar nicht mehr rankommst? Nein, es gibt einiges zu sagen. Ich möchte ganz kurz noch zu dem noch ein bisschen was sagen. Wo es gute Statistiken gibt, das einzige Land der Erde, das ich kenne, ist England, ja, wo jeder, der irgendwo nicht mal geboren wird, sondern gezeugt wird, von der Zeugung an bis zum Tod, statistisch begleitet wird, seit ungefähr 60 Jahren. Und dort ist eben deutlich dieses Hockeystick-Phänomen, das eben in den letzten 1,5 Jahren plötzlich eine Explosion von Krebsraten ist. Und noch was anderes, um dem zu widersprechen, was du gesagt hast am Anfang. In dem ersten Jahr der gegenwärtigen Erkrankung, deren Namen wir nicht erwähnen wollen, oder, gab es eine Untersterblichkeit. Und diskutiert wird, weil die Leute weniger zum Arzt gegangen sind und weil sie keinen Zugang hatten zur Chemotherapie, sind in diesem Jahr weniger Leute verstorben als in den nächsten 1,5 Jahren, wo plötzlich die Medizin wieder zugeschlagen hat mit allen Methoden. Das finde ich spannend. Ich sage nur, ein Kritiker aus dem Mainstream würde jetzt sagen, ja, das ist ja nur aufgelaufen. Natürlich. Ich sage, die Argumentation würde jetzt natürlich reinkommen. Natürlich, aber mir macht es Spaß, diesen Gesichtspunkt mal anzuschauen. Das ist vollkommen in Ordnung. Zu erwägen, dass die Untersterblichkeit, das hat uns ja überrascht, diese Statistik der Untersterblichkeit in dem ersten Jahr der Erkrankung, wo uns die dramatischen Todesfälle am Fernsehen gezeigt wurden und das Überfluten von Notfallambulanzen, dass in diesem Jahr weniger Leute gestorben sind in Deutschland als in den Vorjahren. Es gibt ja immer wieder diese kleinen Daten in manchen Ländern, wenn es Ärztestreiks gab. Da gibt es ja dann auch diese Untersterblichkeit. Ja, die passt auch zu hier. Ja, aber jetzt zurück zur Praxis. Also
Wir sehen eben deutlich, dass durch diese medizinischen Maßnahmen in den letzten 2 Jahren, aber auch durch die Erkrankung, die hier rumgegeistert ist, unser Immunsystem eben bestimmte Schäden hat, die wir nachweisen können, mit Interleukin 6 und Interleukin 2 bei der chronischen Müdigkeit, und die wir heute gut abfassen können mit die gegenwärtigen Methoden, CD8, CD4, die ganzen Methoden, die wir haben, wo wir eben ins Immunsystem reinschauen können und sehen, ja, das ist ein bestimmter Defekt, der jetzt bei vielen da ist. Und bei den Krebspatienten im Moment ist es eben wesentlich für uns, dass wir eben sehen, dass zusätzlich im Hintergrund eine Viruserkrankung ist, die durchaus behandelbar ist. Und das heißt, anstatt wie früher unsere Krebstherapie zu machen, wir machen Hyperthermie und die insulinpotenzierte Chemotherapie mit geringen Dosen. Wir nehmen Vitamin C und natürliche Substanzen. Wir machen Artisonat, wir nehmen keine chemotherapeutischen Substanzen, aber eben zusätzlich zu dem, was wir früher gemacht haben, behandeln wir heute eben die Viruserkrankung mit, und gucken, ob wir das Immunsystem diese Defekte wieder aufbauen können mit verschiedenen Pilzen und Heilpilzen und Kräutern. Da steht uns ja ganz viel zur Verfügung heute. Und das heißt, die Krebstherapie bei mir hat sich aber nur insofern geändert, dass wir eben das mit einbeziehen. Aber ich möchte sagen, als alternative Möglichkeit für den Anstieg, den wir zumindest bei uns beobachten, ist eben das Einschalten der 5G-Netzwerke mit Sicherheit mit beteiligt. Wenn dieses Phänomen stimmt, und ich höre deine Fragen sehr gerne, dass das möglich ist, dass die Statistiken gar nicht stimmen. In England weiß ich, stimmen sie, oder? Weil da ist nichts dran zu rütteln. Aber England ist nochmal ein besonderes Land, oder hat schlechtes Trinkwasser, schlechte Essensqualität, schlechte Lebensgewohnheiten, oder das könnten andere Faktoren noch eine Rolle spielen dabei. Aber für uns ist in den USA ist es ganz, ganz deutlich, dass dort, wo die 5G-Netzwerke angeschaltet sind, Krebsraten hochgehen und Krebse sehr viel schwerer zu behandeln sind. Bis jetzt war in Mexiko, wir haben viele Patienten aus Mexiko, wo 5G noch nicht eingeschaltet ist, sehen wir ganz andere Verläufe. Ich arbeite dort mit verschiedenen Krebskliniken und sehen relativ wenig von diesem Knick. Ja, der wird dort nicht beobachtet. Und dort allerdings auch die medizinischen Maßnahmen in den letzten 2 Jahren nicht stattgefunden haben, die bei uns hier in Deutschland erzwungen wurden. Und deshalb gibt es diese Überlappung bei mir im Denken, ist es 5G oder sind es die medizinischen Maßnahmen oder ist es die eigentliche Erkrankung, die mit reinspielt in dieses Krebsgeschehen. Und wir haben in unserer Praxis sehr, sehr schöne Erfolge mit Krebs, seit wir eben den Schutz vor 5G mit einbeziehen und seit wir die Virusgrunderkrankung mit einbeziehen und das Ausleiten von Schadstoffen, die über die medizinischen Maßnahmen mit den Leuten mitgegeben wurden. Dass es eben einfach ein bisschen komplexer geworden ist bei der Krebsbehandlung, als es früher war, dass wir andere Dinge mit einbeziehen und dann gelingt es auch wieder. Ja, also es ist nicht so, dass wir jetzt hoffnungslos verloren sind, sondern wir müssen einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen kreativer und weiterdenken und andere Dinge mit einbeziehen in der Behandlung. Ich würde noch kurz fragen, du arbeitest ja einfach auch kinesiologisch ganzheitlich unter. Einfach, wenn ein Patient jetzt zu dir kommt und wirklich erkennt, dass nach so einer Sondermaßnahme, die er selber umgesetzt hat, dieser Schaden bei ihm selber entstanden ist, was passiert gerade auf der psychischen Ebene bei den Menschen? Psychologisch, ja. Also einmal sehen wir, dass durch die medizinischen Sondermaßnahmen viele Leute sich psychologisch verändern. Ohne Erkrankung, ohne jetzt besondere Krankheitsbilder. Das ist der einzige Schaden, den wir sehen, ist die psychologische Persönlichkeitsveränderung, die sehr tiefgreifend ist. Und ich glaube, es spricht nirgendwo jemand drüber. Aber für uns in der Praxis ist es so sichtbar, dass Leute plötzlich fanatisch werden über bestimmte Dinge und bestimmte Dinge nicht mehr sehen können. Das ist wie eine Art Zusammenhänge nicht mehr erfassen. Naja, wie oder? So eine Art Massenhypnose, die plötzlich passiert, die bei anderen nicht so spürbar ist.
Und aber wir sehen, dass bei der Behandlung der, ja, der Veränderungen, die in einer Person passieren, dass die Psyche eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Wir haben das noch nie gesehen, dass durch eine Viruserkrankung oder durch die Maßnahmen, die ergriffen werden, Leute sich so psychologisch verändern. Das ist nicht erklärbar aufgrund von den Umständen im Familienleben und den Umständen in der Beziehung, sondern wirklich dramatische Veränderungen in der Psyche selber passieren, ohne andere weitere äußere Auslöser. Das haben wir noch nie, habe ich noch nie gesehen in den 48 Jahren. Es bedarf natürlich aber auch Sondertherapieformen, die natürlich dann auch ein anderes Kaliber sind. Ja, wenn auf der einen Seite natürlich mit diesen Themen gearbeitet wird, müssen wir natürlich auch, oder? Also ich kann nur wieder von meiner diagnostischen Seite sagen und sagen, ja, ich höre gespannt zu. Man kann erfassen, wie die T-Zelle funktioniert. Also es gibt ja aus der Transplantationsimmunologie zum Beispiel, dass man überprüft, wie stark sind die T-Zellantworten supprimiert, also bei CMV, dem Megalivirus, was man ja verhindern will, dass es reaktiviert. Diese Teste kann man aber genauso anwenden und sagen, wie geschwächt ist denn jetzt im Moment ein Immunsystem speziell auf eine Virusreaktivierung? Wie sieht es damit aus? Das sind also klassische Teste mit auch Interferon-Gamma-Freisetzung und bestimmten Toll-Lac-Rezeptor-Antagonisten oder Agonisten auch. Und ist die entweder die gesamten mononuklearen Zellen, also die Immunzellen oder jetzt auch nochmal die CD8-T-Zellen, wie sieht die Funktion aus? Zum Beispiel, wenn sie zu Ihnen kommen, diese Patienten. Und daraus kann man ja oft schon ableiten, wie stark, was muss ich tun? Oder Sie vergleichen die mit den Patienten, die eben jetzt nicht so starkes Ansteigen haben. Sieht es da ganz anders aus? Ja? Oder ja, dass die Immunsuppression viel stärker ist. Ne? Also dass man dann das mit parallel vielleicht analysiert, um zu sehen, kann man da vielleicht schon eher eingreifen. Ne? Oder schon eher sieht bei Patienten, die vielleicht schon Tumorpatienten sind, wo sie es jetzt im Griff haben, dass sie dann vielleicht mal kontrollieren, ist vielleicht das Immunsystem supprimiert oder wird es durch was auch immer supprimiert und dass sie da vielleicht schon vorher wieder therapieren können, bevor der Krebs dann zurückschlägt oder kommt oder wie auch immer. Mhm. Lothar, jetzt so aus der Krebsforschungsecke, hast du da schon so ein paar Impulse? Wo geht die Reise hin? Weißt du, gibt es da jetzt neue Maßnahmen oder irgendwelche? Wir kennen uns ja schon länger, Corinna. Du weißt, ich bin durchaus positiver, netter Schwabe. Ich muss ganz klar sagen, hier bin ich extrem pessimistisch. Hm. Ich habe hier bei QS24 schon ein paar Mal auch erklärt, was hat Adrenalin, was hat Stress allgemein, was hat das mit Krebs zu tun. Und wenn ich jetzt allgemein mal in die Gesellschaft denke und nicht nur die letzten zwei Jahre, die ja jetzt wirklich weltweit außergewöhnlich verrückt waren, ja, ganz unabhängig von diesen zwei Jahren, denke ich, passiert Folgendes, vor allem in Europa oder Amerika, aber ich glaube langfristig auf der ganzen Welt. Menschen fühlen sich immer mehr gestresst. Jetzt muss man aber mal die Evolution anschauen. Haben wir denn mehr Stress wie Menschen vor 100 oder vor 500 Jahren? Natürlich nicht. Also rein theoretisch, ich sage mal rein theoretisch, geht es uns ja 100-mal besser wie unseren Großeltern und Ururgroßeltern. Ja? Wir könnten uns eigentlich zurücklehnen und sagen, wow, haben wir ein Glück, jetzt leben zu dürfen in dieser schönen Zeit und wir haben soziale Netzwerke und wir müssen nicht verhungern und wir müssen, wenn wir aus dem Haus gehen, keine Angst haben, dass wir totgeschlagen werden, wie das noch vor ein paar hundert Jahren der Fall war. Und trotzdem, ich sehe das ja bei unseren Krebspatienten, die kein Adrenalin mehr haben, haben die Stress, Stress, Stress. Also die ganze Resilienz, das Ganze wird viel stressiger heute empfunden. Ich meine, wir haben heute Fridays for Future. Ja? Ich weiß ja nicht, ob das nur alle Schulschwänzer sind oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will auch gar nicht in das Thema rein. Aber eins sehe ich. Ich unterhalte mich ja auch mit Teenager oder jungen Personen. Und die erzählen mir ja manchmal wirklich, die haben Angst, dass das Klima sie bald tötet. Mhm. Ich weiß nicht, ist es alles Nonsens und die lügen mich alle an oder die glauben dies
glauben das wirklich, ja. Was ich sehe, ist, dass Leute entweder ein komplett falsches Anspruchsdenken an ihr Leben, an die Welt, an diesem Planeten haben, oder aber, dass unser Schulsystem, ich weiß nicht, die Eltern, die heutzutage dahin bringen, dass diese schöne Welt, für mich, wir alle hier, wir sind doch unglaublich, wir leben jeden Tag im Paradies. Ich kann es gar nicht anders vorstellen. Das ist so toll, was wir erreicht haben in den letzten 50 Jahren. Und also nach dem Zweiten Weltkrieg, meine ich eigentlich, seit 70 Jahren. Und trotzdem haben Leute Stress, Stress, Stress. Und die kommen zu uns. Bei uns haben 80% der Patienten haben fast kein Adrenalin mehr im Körper, weil sie über Jahre lang alles abgebaut haben. Ja. Und das passt eigentlich nicht zur Realität, weil die Realität ist, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben genügend zum Essen, wir haben Familien, wir haben keine Kriege mehr. Eigentlich haben wir alles, um ein richtig cooles, geiles, tolles Leben zu führen. Und die Leute sind nur noch gestresst von morgens bis abends und haben keinen Spaß und laufen mit so einem Gesicht durch die Gegend. Ja. Also, und das wird zu Krebs und ganz vielen Krankheiten führen. Und ich sehe im Moment, wenn ich jetzt die politische Weltlage, nenne ich es mal, anschaue, da wird ja alles schlimmer. Also ich sehe auch gar nicht, wer da jetzt kommen könnte, um das irgendwie zu switchen. Also es müssten ja Politiker sein oder es müssten Milliardäre sein. Beide funktionieren nicht. Beide sind zu egoistisch, zu ich weiß nicht was. Funktioniert doch gerade ganz gut, halt aber in die eine Richtung. Aber, aber nicht in die Richtung, dass Menschen krank werden. Ja. Und ich glaube, dass die jüngeren Generationen, denen man jetzt auch noch all die Schulden auf, wie nennt man das jetzt, Sondervermögen, Entschuldigung, man sagt ja gar nicht mehr Schulden, also dass all diese Bürden, die da aufgedrückt kriegen, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Krebserkrankungen die kardiologischen Erkrankungen sehr bald überholt haben. Das ist nur noch eine Frage von wenigen. Es gibt übrigens wenige Länder, wo Krebs schon Herzerkrankungen überholt hat. Mhm. Vielleicht ergänzen dazu, für die Leute noch mal ergänzend sagen, oder der Hauptfaktor, der heute bekannt ist für Krebserkrankungen, ist der chronische Stress. Aber um es noch mal zu betonen, und die Stressoren, diese Gesamtheit der Stressoren, die diesen Stress verursachen, sind mit Sicherheit die unsichtbaren Faktoren. Der Elektrosmog ist bei mir immer an erster Stelle. Die Umweltgifte kommen sicher an zweiter Stelle. Und dann das Dritte ist für mich der mentale Stress. Ne? Diese Informationsfülle, die bei uns reinkommt, die gar nicht verarbeitbar mehr ist in dieser Fülle. Und die einfach letzte Schritt davon ist die Angst, die heute ja das Hauptsymptom ist, mit dem Leute zum Arzt kommen, zumindest in den USA, ist Angst, Anxiety, Angst, Ängstlichkeit, ja, wo die Leute Angst haben, aber kein Grund für die Angst da ist, oder? Das ist so das Endergebnis. Und Angst verbraucht enorme Mengen von dem Innenleben der Nebennieren, sodass dieser Adrenalinmangel entsteht, der direkt ja heute als Faktor, als krebsauslösender Faktor bekannt ist. Früher dachte man immer, Adrenalin ist schlecht, oder? Und haben erst in den letzten Jahren gelernt, nein, Adrenalin, ohne Adrenalin geht's nicht. Und die wichtigste Vorsorgetherapie ist der Abbau von Stress. Und möchte ich vielleicht auch noch sagen, dass die Medien, die ja heute alle abhängig sind, vom Handysendefunk, von den ganzen Konzernen, die hinter der Pharmaindustrie stehen. Die Medien sind ja heute nicht mehr frei, sondern sind durch die Werbung, die das Ganze bezahlt, gebunden an diese Medien. Und in den Medien wird uns vorgetäuscht, dass der Grund für den Stress ist die Zweierbeziehung oder ist das falsche Auto oder ist der falsche Staubsauger. Mhm. Das heißt, werden uns Dinge vorgehalten, die vielleicht 0,5% ausmachen von dem und die wirklichen Hintergründe für den Stress, die Fehlinformation, die über die Presse kommt und über die Medien kommt und die 5G, 3G, der enorme, die Zellen durchdringende Stress durch elektromagnetische Strahlung. Da sind ja so viel Gelder da, dass da keine Veröffentlichungen mehr möglich sind darüber. Und der toxische Stress durch Glyphosat und 2,4-D und die ganzen Agrochemikalien, oder die im Ackerbau verwendet werden,
die, ohne die die ganze Versorgung der Bevölkerung heute wahrscheinlich gar nicht möglich wäre, oder? Und es wird uns ja verschwiegen, dass diese Stressoren ein Riesenpotenzial haben in uns, das über die Zeit wirkt, die natürlich alle individuell für uns saniert werden können und wo wir uns individuell schützen können davor. Aber es ist mit Sicherheit, dass die Stressreduktion die wichtigste Krebsvorsorge ist, aber auch die wichtigste Krebsbehandlung, oder? Mhm. Und da genau hinzuschauen, ist leider, können wir uns da nicht verlassen auf die Medien und das, was immer hört zu oder im Spiegel steht. Da steht halt das drin, was kontrolliert wird durch die Interessengruppen. Und es ist nicht mehr ausreichend für uns, als um dort unsere Informationen zu bekommen, die wir brauchen, um den Weg nach vorne zu finden. Ja. Aber den Weg nach vorne gibt's. Super. Vielen Dank. Vielen Dank an euch alle, dass ihr extra angereist seid. Du vor allem hier. Kurz mal über den Teich. Und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Danke. Liebe Zuschauer, ja, Thema Krebs wird uns wohl noch eine Weile begleiten und immer wieder schön, dass wir durchaus auch Gäste haben, die uns auf diesem Weg Lösungsansätze bieten können. Unter Wikisana finden Sie natürlich weitere Interviews. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Gute Zeit und tschüss.